Hatten Sie nie den Wunsch, ein normales Leben zu führen? Wie sieht sowas aus? Baseball und Barbecue? Ja. Yeah. Präsentiere die Faser, Gott ist der Zeitag. Komm, Jab, Jab, ich schlag hart. Hier deine Zähne raus, links, rechts wie der Schlagkart. Du wartest auf den. Ich lad die AK und brrrr, retter das Blei in deine Fresse, weil es mir Spaß macht. Komm, ich bin dein Papas, doch diese Papas reißen jeden einzelnen deiner sogenannten Songs bis zum Limit. Die Intensität der Stimme, ich klettere und erklimme die hintersten deiner Sinne. Ich erzwinge nichts, doch wo ein Ziel ist, ist auch ein Wille. Mit blutiger Klinge zerschneide ich eure Stille. Ich erbringe vier Viertel. Feinstarbeit, wer nichts wird, oder macht Zeitarbeit. LOL, KP, RG, OMG, Facebook, Twitter, Skype, das ist die Realität. Du kommst in die Pubertät, denkst doch, dass du klebt. Ödipus hat mir gesagt, dass du auf deine Mutter stehst. Ich weiß nicht, was du Rotznase denkst, dein Endboss ist da. Godfather Hank, also was? Jetzt kommt Tim, ja, ich sag mal, Tim ist ein offizielles Hip-Hop-Mund mit Nachwuchs-Gemüse. Keine Scheiße, der Junge. Ich hab schon gedacht, Scheiße, warum ist der so gut? Der ist wirklich schon seit 5 Jahren am Rappen drin. Was geht ab, Frankfurt? Seid ihr gut drauf, oder was? Ich hab das Gefühl, ich schwebe. Denn einsam an der Spitze gibt es keinen, der dich versteht. Egal, was sie dir erzählen, sie reden über dein Leben. Die durchgedrehtesten Mädchen von minderjährigen Wesen bis gealterten Verwesen und 40-Jährigen. Ich hab jetzt die freie Wahl zwischen den Mädels. Clubs, Etepetete, behandeln mich wie ein König wegen Rap. Oh mein Gott, seid ihr dämlich? Ich red nicht mit einer Clique von Versagern und erst recht nicht mit besoffenen Mädels. Ich bin Rap-Baby. Regeln gibt es nur wenig, seitdem ich im Käfig sitze wegen Hip-Hop. Aber du hast dich entschieden für ihn, also komm bitte nicht wieder zurück zu mir auf den Knie nach einer gescheiterten Beziehung mit ihm. Ich lad die MG und bretter direkt in die Fresse von den sogenannten Rappern aus der Bronx. Du spürst die Stimme, als wär sie tief in dir drinne und würd dich ficken in jeglicher Stellung, härter als Beton. RG, den Unterschied kann man sehen. Du hörst, gibt es niemand, der über uns steht. Kack mal auf dem Trend, denn Hip-Hop kommt nach Hause zurück. Ich bring sie back, meine Gang, und sie schreien D.I.M. Also was? Kommentar, der RG. Halt die Fresse, TV. Kommentar, ich kann nichts anderes sagen, außer, ey, Randgruppe, so wird's gemacht, Alter, so wird's gemacht. Immer der am besten dabei ist, bin ich halt. Weißt du, mit dem Warsteiner bin ich ein richtiger Warsteiner.